Hallöchen und willkommen zurück. Gut, wir müssen jetzt hier nochmal so ein Duell machen. Eins. Revelio. Okay, das ist echt laut. So. Oh, da ist eine Truhe. Nosch. Ich kann noch keine Schlösser öffnen, stimmt ja. Da war ja was. Okay, ich muss jetzt nochmal Hallo, Lucan. Steht die so nächste eine Duellrunde schon Runde fest? Aber natürlich. Das wird ein gewinnen. äußerst spannendes Duell. Und Ja? nächste Runde? Ja, mach Kann's mal. kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, mit Sebastian wieder. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Was war das denn für eine Mädchenstimme? Das war doch Apartenrunde. Die Filette, Schilde mit Kraftzauber wie dem. Okay. Was denn jetzt hier S? Zack, auf die Fresse. Okay. Oh mein Gott. Boah, ich muss mich erstmal wieder einspielen. Zack, 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 der auf die Fresse. Zack, zack, zack. Oh, geh, geh. Okay, Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ah, weh. Ich nehme mal eben hier meine Hände. Bam, er hat einfach alle weggesprengt. Alter. Zack, zack, zack. Ah, Livioso. Zack, 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 zack. Basic-Zauber. Vioso, Accio. Bam, bam, Basic-Zauber. Y. Oh. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Yay, wir haben gewonnen. Gegen drei Leute. Das war Bravo! doch gut. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das Oh. hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Jupp. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Bitte. In der nächsten Oh. Runde geht's um alle Koboldsteine. Ja, ich bin weg. Ich habe jetzt hier, Aufgabe erledigt. Gott sei Dank, ich müsste jetzt hier zurück zu Professor Hockert. Nicht Stufe 2 und Incendio. Okay. 16 Hausmarken brauchen wir. Okay. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg, weil dann lerne ich jetzt Incendio, dieser komische Anzünd-Kackzauber da. Ey, oh, jetzt stehen mir die hier, Schüler mir hier im Weg rum. Basiszauber, aber richtig wenig Schaden macht man damit. Das Problem, was ich auch habe, ich habe so winzige Finger und ich habe schon keine große Tastatur, aber trotzdem.
Was ist denn hier? Ah ja, hier ist ein Klo. Stimmt, hier war das war zugesperrt. Mit Stufe 1. Out of order, ja. Hä? Revelio. Als ob hier das kaputte Klo. Heimgesuchte Toilette. Als ob das eine Rolle hat. Ja. Ab zu Professor Hackett. Wieso ist hier. Irgendwas war hier. Aha! Hier ist so ein Schrank, aber hier ist die Frage natürlich, wo ist der Schlüssel? Der wird bestimmt hier oben sein. Irgendwo. Hier oben vielleicht? Da ist man nur eine Buchseite. Akio, bitte. Okay, ich habe. Okay. Aber hier war ich auch noch. Ich hab's gehört. Ich hab ihn kurz gehört. Aber ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich hab ihn. Da. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass der da unten schon ist. Nee, unten war ja der Schrank. Den hatte ich ja gefunden. Ich hoffe, der sitzt jetzt hier auch in dem. Der ist hier nicht. Kacke. Okay. Ja, aber der ist doch nach hier unten gesaust, der Schlüssel. Wo sollte der... Also, ich verstehe nicht, wo der sonst sein soll. Ich kann hier nichts drücken. Ja, dann muss ich nochmal... Ich laufe nochmal eben hoch. Vielleicht habe ich den nicht richtig getriggert. Ah, ein schöner Brunnen. Ich laufe nochmal hoch. Ich habe hier auch das Lagerfeuer noch nicht entdeckt. Hä? Das ist hier unten? Hinter der Wand. Okay. Oder ist er vielleicht in die Richtung? Ich... Jetzt. Jetzt habe ich den auf alle Fälle die erste Treppe runtersausen sehen. Jetzt sollte der da... hier könnte ich nochmal ein Revelio... Ja, schade. ...machen. Ja, ich... jetzt ist er hier. War das Leertaste, ja. Und schon... Ja. Aber 16, ey. Wenn sich da, also das muss sich wirklich lohnen. So, jetzt ab zurück. Zu dem. Revelio. Revelio. Basiszauber! Oh toll, ich habe schon keine Heiltränke mehr. Keine, ich weiß auch noch nicht, wie man die macht. Diese Halle. Boah, diese Halle hier, die ist so ver... Als ob ich hier... Revelio. Zack. Skelett eines Augurei. Diese ist das Skelett eines irischen Phönix oder Aurori. Ein äußerst scheuer Vogel. Alles klar. Hier rum. Hier runter, ja. Ui. Ja, perfekt. Da ist jetzt hier hoch wieder. Hä, wäre es nicht kürzer? Spiel wäre es nicht kürzer gewesen, wenn du mich hier oben rumgeschickt hättest. Egal, so. Omi.
Oh, da oben ist noch eine Seite. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich ist. Revelio. Skelett einer schwarzen Hybriden. Na klar. Ja, ich bin hier, Professor Hackett. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Okay. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Mhm. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. So. Ein zu früh. Incendio. Aber ist ein bisschen weird. T. Gut gemacht. Der soll halt, macht der, er hat eine geringe Reichweite, darum will ich namens ihn erheblich Schaden, sind bestimmt dann Gegner, die mit einem allein fern. Alles klar. Incendio! Das war zu, oh, okay, das war zu weit weg. Oha, der muss sich auch lange aufladen. Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Okay, jetzt muss ich zu Professor Fick zurück. Okay. Okay, der hat auf alle Fälle eine längere Aufladezeit. Okay. War's jetzt auch. Okay. Incendio. Die Membran zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Also ich finde es halt. Der ist auch ein bisschen hier überpowered im Spiel. Eigentlich ist Incendio so ein Halsverzauber, um Kerzen oder irgendwas. Ein Kamin oder so anzuzünden. Und hier ist das so ein extrem Hardcore-Kampfzauber. Mhm. 5000 Treppen. Oh, wo bin ich jetzt? Ah, hier bei der Statue. Jetzt muss ich hoch. Oder ja. Aber ich finde den Kartenstil, also der Minimap. Oh, nochmal Klo. Oh mein Gott. Oh ne, doch nicht. Oder? Das hat mich, erinnert mich irgendwie an den Wandteppich aus dem Gryffindor Gemeinschaftsraum. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Oh, hier ist eine Truhe. Schloss auf Stufe 1. Boah, das nervt mich. Schloss auf Stufe 1. Schloss auf Stufe 1. Ein Klassenzimmer ist halt einfach echt genau drüber. Ha, ich kann jetzt Leute anfaggeln. Revelio. Ist hier irgendwas Neues? Ne. So. Oh, jetzt muss ich wieder auf den Oppi warten. Ja. Ah, da sind sie ja. Ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Mhm. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Alles Dennoch klar. Möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Hä? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler.
Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Na, jetzt muss ich da bestimmt alleine hingehen. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Alles klar. Dann muss ich mit Sebastian sprechen. Okay. Das machen wir noch. Eben. Weil ich und Sebastian sind ja jetzt... Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. No. Und wenn ich dann mit ihm gesprochen habe, werde ich mich mal um ein paar Flämmchen bemühen, dass ich, weil anscheinend war ich ja an super vielen Stellen des Schlosses noch nie. Revelio. Ne. Also Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Das hängt mit Renrock zusammen. Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Sag jetzt ein bisschen. Verstehe. Vielleicht. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was ich hoffe, du bist jetzt mein Best Buddy. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Alles klar, was, wenn wir erwischt werden? Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Okay. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Alles klar. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Alles klar, bis heute Abend. Danke, Sebastian. Bis später dann. Was ist jetzt? Wieso kommt jetzt ein Ladebildschirm? Achso, ich bin jetzt hier. Es ist abends. Okay, ich würde gerne hier mal irgendwo hier so... Revelio? Oh, ich bin Kronensprint. Ja, dann suchen wir jetzt... Ich gehe davon aus... Er ist hier oben. Oder noch weiter nach oben. Ich gehe noch mal was weiter hoch. Hä, zurück zum... Okay, ich bin jetzt gezwungen, diese Aufmission erst zu machen. Oh, nervig. Alles klar. Oh nein, da war ein rotes... etwas auf der... Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Ich hab Kohle. Probier ihn doch mal. Alter. Okay.
Okay. Jetzt ist halt die... Ich packe ich ob... Packe ich erstmal Reparo weg. Weil ich kann ja irgendwie hier nicht switchen. Okay, nutze um... Alles klar. Drei hatte ich. Ganz leise. Jetzt ist halt die Frage, wie lange hält der an? Na, Gegner spüren und versuche ich. Und dann fangen wir jetzt, hast du den Auftrag. Alles klar. Ich habe gedacht, wenn ich den Brunnen aktiviere, laufen die vielleicht. Okay, Sebastian ist noch draußen. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Okay. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Okay. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Als ob man mit also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Alles klar. Okay, ja. Also er hat das jetzt schon. Oh, was ist denn hier für ein schicker Raum? Also, eins muss man sagen, diese Bücherei sieht... Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Ist da jemand? Die Bibliothek ist kein Ort... Meine Güte. Oh mein Gott, hä? Ich bin doch weg! Ja, versuch es erneut. Ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.